Burmeister ist ein Premium-Audiohersteller. Die von euch, die es erkennen, erkennen es wahrscheinlich an dem massiven, wuchtigen Design. Für alle anderen möchte ich die Marke kurz vorstellen und auch, welches Produkt sie hier auf der High-End 2024 in München neu vorgestellt haben. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und hier neben mir haben wir den Musikcenter und die Endstufe und die vielleicht dem einen oder anderen bekannten BC150 Lautsprecher. Und die sind ab jetzt eben auch in der hier vorgestellten Farbe Schwarz wieder verfügbar oder erstmals verfügbar. Denn das war eben lange Zeit nicht der Fall. Und für die Kunden mit wirklich exklusivem Anspruch hat Burmeister dann noch die Bespoke-Produkte, also die maßgeschneiderten Lautsprecher und Audiokomponenten, die dann wirklich genauso aussehen, wie es eben mit den Kunden abgesprochen ist, beziehungsweise die von Künstlern wirklich gestaltet werden und dann nochmal einen völlig anderen Anspruch haben, beziehungsweise natürlich dann auch streng limitiert oder Einzelstücke eben sind. Und zwischen den normalen Lautsprechern, wenn man so will, und den Einzelstücken der Bespoke-Linie hat Burmeister jetzt eben diese individualisierbaren BX100 Lautsprecher vorgestellt. Das hier neben mir ist, um genau zu sein, ein Vorserienprodukt. Ich glaube, es soll so ungefähr im Herbst dann wirklich auf den Markt kommen. Und das Besondere ist eben, keine Angst, zur wirklichen Akustik komme ich gleich noch, dass man hier eben aus einem eigens entwickelten Lackportfolio auswählen kann, welche Farbe man eben haben möchte. Genauso die Textilbespannung auf der Seite kann aus vier verschiedenen Farben gewählt werden, sodass man es eben genau in dem Stil bekommen kann, der ins eigene Wohnzimmer passt. Wie bei den meisten anderen Burmeister Lautsprechern sind hier seitlich zwei Woofer verbaut. Vorne haben wir dann nicht zwei Mitteltöner, sondern unten ist ein Tiefmitteltöner, was man an der etwas dickeren Sicke erkennen kann. Oben dann der Mitteltöner. Aber das wirklich Besondere ist der Hochtöner in den BX100. Und bei diesem Hochtöner will ich ganz kurz ausholen. Völlig vereinfacht gesagt, ist es immer eine Herausforderung, gerade für den hohen Frequenzbereich, wenn eben klare Kanten, wie wir das oft eben bei den rechteckigen Lautsprecherboxen kennen, relativ nah an der Hochtonschallquelle sitzen. Es gibt dann mehrere Arten, wie man dieses Problem lösen kann. Entweder eben, indem man die Kanten dadurch abschafft, dass man den Hochtöner in ein rundes Chassis packt oder dass man den Hochtöner einfach in einer zum Beispiel Wand versenkt, sodass die Kanten unglaublich weit entfernt sind. Und Burmeister hat jetzt den Ansatz gewählt, dass man eben die Kanten so nah an den Hochtöner packt, dass sie auch kein Problem sind, beziehungsweise dass man diese unsauberen, sag ich mal, Hochtonteile dann einfach wirklich nicht mehr wahrnehmen kann. Natürlich stecken noch viel mehr technische und auch optische Details in den BX100 Lautsprechern. Die jetzt alle in das eine Video zu packen, ist leider nicht möglich, denn wir haben ja auch noch ganz viele andere Termine hier auf der High-End. Aber ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht in Zukunft die Chance bekommen, uns auch mal ausführlicher mit Burmeister Lautsprechern bei uns in Köln zu beschäftigen. Damit ihr immer up to date bleibt, abonniert am besten den YouTube-Kanal. Und während ich jetzt nochmal in diesen Elvis Mastercut reinhören darf, interessiert euch ja vielleicht dieses Video.